Wir haben heute einen traurigen Tag. Der Himmel regnet. Passend zu unserer Stimmung. Ja, genau. Wir sagen nämlich heute Adieu, Christel. Mhm. Und was genau jetzt passiert, warum wir in die Luft gehen, warum es zum in die Luft gehen ist und warum wir Adieu, Christel sagen, das sagen wir euch, wenn wir angekommen sind, da wo wir den Christel abgeben. Aber jetzt fahren wir mal los, weil es regnet. Genau. So, auf dem Weg nach Bad Waldsee haben wir noch einen Zwischentermin bekommen, nämlich vom ADAC. Der hilft uns jetzt bei der Pannenhilfe. Ja, ich sag's euch, also muss immer alles auf einmal kommen und dann bin ich immer schon ein bisschen aufgeregt und nervös, zumal wenn es mich betrifft. Ja, und angezeigt hat es mir, Motor überhitzt, bitte sofort stehen bleiben, Batterie lädt nicht. Ich habe jetzt beim BMW-Händler angerufen, der hat gesagt, wir sollen auf keinen Fall mehr fahren, abschleppen lassen. Und dann werden wir wohl zum nächsten BMW-Händler nach Ulm uns abschleppen lassen vom ADAC. Aber jetzt kommt erstmal der vom ADAC und dann schauen wir weiter. Also ich hoffe, dass wir bis 16 Uhr in Bad Waldsee sind, dass wir das Fahrzeug abgeben können. Kommt immer alles zusammen, ja. Zum Glück war jetzt hier gleich eine Raststätte, so konnte man gleich drauf fahren. Aber ist nicht so einfach. Manchmal ist es halt ein wenig komplizierter. Aufregend doch. Ja, heute ist kein so freudiger Tag, denn wir mussten leider unseren Gustl verabschieden. Ja. Aber bevor wir darauf eingehen, möchte ich noch was klarstellen. Wir sind ja jetzt viel angeschrieben worden, was mit unserer Insta 360 ist. Also ihr könnt euch ja noch an folgende Szene erinnern. Diese Brücke wollten wir euch eigentlich mit der 360-Grad-Kamera aufnehmen. Und das ist der Grund, warum die Ossi ein bisschen betrübt guckt. Helle hat sie verloren. Sie ist weg. Ja, wir haben drei Fundbüros angeschrieben. Das liegt ja in Fürth-Vach. Das liegt an der Grenze zu Erlangen und zu Herzogenaurach. Von Herzogenaurach haben wir eine Mitteilung bekommen, dass sie nichts haben und wir sollen uns an Fürth wenden. Von Erlangen haben wir gar nichts gehört und von Fürth haben wir nach langer, langer Zeit endlich eine E-Mail zurückbekommen. Sie haben nichts gefunden. Ich habe jetzt nochmal nachgehakt und jetzt habe ich heute nochmal eine E-Mail gekriegt. Sie haben nichts gefunden. Und trotzdem habe ich wieder eine Insta 360. Und das liegt aber daran, die Firma Insta 360, Marktführer bei 360-Grad-Kameras, hat unseren Verlust mitbekommen und hat uns eine E-Mail geschrieben. Wenn wir möchten, würden sie uns wieder eine zur Verfügung stellen. Das finde man natürlich ganz klasse. Da haben wir auch nicht Nein gesagt. Und dann kam sie per Post. Und dafür möchten wir uns recht herzlich bedanken. Mhm. Offensichtlich kommen unsere Aufnahmen ganz gut an, so dass wir also jetzt eine neue 360-Grad-Kamera bekommen haben und es freut uns natürlich sehr. Und gleichzeitig haben sie uns auch noch was für euch mitgeschickt und zwar eine Go 3. Das ist der Nachfolger der Go 2 Kamera. Die haben wir schon mal vorgestellt, wie wir in Spanien gewesen sind und die haben wir jetzt zum Ausprobieren bekommen und das werden wir natürlich auch bei Gelegenheit wieder tun. Und dann werden wir euch die Kamera vorstellen. Also die hat so ein, das Vorteil ist, dass es so ein kleines Teil dazu hat und dann kann man sie hier so festmachen oder wo auch immer. Also, das sind die neuesten, das sind die letzten Kamera-Updates. Und jetzt kommen wir zu unserem Gustl, den wir verabschieden mussten und ihr seht.
Ihr seht, wir haben uns schon neue Autos angeschaut. Ja, leider, der Hümer, die Heckgaragentür, das ist natürlich schon ein Problem. Und das zweite Problem ist, wir kriegen die Gustl wieder. Ja, das ist doch kein Problem, das ist doch erfreulich, oder? Wir haben ja von den zwei Schäden berichtet. Also ein Schaden wird jetzt repariert, und zwar der Schaden, den wir selber in Frankreich verursacht haben. War ich ganz alleine. Habe ich die Ursi nicht dazu braucht. Ja, aber wie heißt es schön? Mitgehangen. Mitgehangen. Ja, so also, etwa, ja. Aber auf jeden Fall ist die Ursi mitschuld, ja? Ja, klar, weil ich nicht aufpasst habe. Nee, auf jeden Fall, das wird jetzt repariert und halt die Front vorne wird repariert. Der andere Schaden, der muss noch geschaut werden, und was da denn alles zu machen ist. Also das dauert dann noch ein bisschen. So ist es. Und im Übrigen haben wir im Moment überhaupt kein Fahrzeug. Wir haben ja noch privat unser BMW, unseren Roden. Und auch der ist jetzt auf dem Abschleppwagen. Also das ist 2023, das ist richtig gut gelaufen für uns. Ja. Denn wir sind auf der Autobahn unterwegs gewesen, die Ursi hinter mir. Ja, genau. Wir bringen ja den Gustl hierher. Und auf einmal sehe ich schon im Rückspiegel, obwohl ich ja nicht so schnell gefahren bin, die Ursi, die wird hinten immer langsamer. Ja, und dann bei mir hat es plötzlich, wer mittendrin aufgeleuchtet, sofort anhalten, Motor ist zu heiß, Batterie lädt nicht mehr, sofort anhalten. Und das mit der auf der Autobahn. Und dann kam ich natürlich schon ein bisschen in Stress, denn erstens mal, der Helle ist da vorne, wie kriege ich ihm das jetzt gesagt, dass er anhalten soll, wie machen wir das, Mordsverkehr, wie halt immer. Okay, das habe ich hingekriegt und zum Glück kam dann gerade in einem Kilometer Entfernung diese Raststätte und da konnte ich ihm Helmut sagen, fahr sofort raus, wir müssen anhalten. Und das hat Gott sei Dank funktioniert. Es kam der ADAC und er hat gleich gesagt, das ist ein von der Umlenkrolle vom Keilriemen. Und dann kam auch gleich der Abschleppwagen und nachdem wir einen Schutzbrief haben vom ADAC, haben wir auch noch einen Leihwagen bekommen. Das Ganze hat allerdings dazu geführt, dass wir um 16.15 Uhr hier angekommen sind und eigentlich wollten wir um 12.04 Uhr laut Navi schon hier sein. Ja, es hat sich natürlich alles etwas in die Länge gezogen, aber so ist es halt. Schlussendlich, wir sind hier, der Gustl ist abgegeben. Alle Schäden im Gustl sollen wohl repariert werden. Und wir schauen uns zwar immer gerne neue Wohnmobile an, aber wir haben keins mit Kaufabsicht angeschaut. Aber das könnte sich ändern, denn wir gehen ja am 23. August. Ja, da gehen wir wieder natürlich zum Caravansalon. Genau. Und zwar sind wir vom 24., das ist der Freitag vor der Eröffnung, da sind wir schon dort. Ja. Und bleiben vermutlich bis einschließlich Mittwoch, 30. Naja. Bestimmt. Und wir stehen auf P1, also wer Interesse hat, kann wieder bei uns anklopfen. Wenn wir am Wohnmobil sind, können wir ein Gläschen Wein miteinander trinken. Oh oh. Ja, können wir doch. Haben wir das letzte Jahr auch gemacht. Ja. Da war nämlich wunderbares Wetter und wir haben laufend Besuch gehabt. Wir sind nirgends gekommen. Ja. Und war netter Besuch, also war doch schön, oder? Ja, auf jeden Fall. Also, wir haben auch einige Fahrzeuge angeschaut und wollen einige Fahrzeuge vorstellen. Wir haben einiges vor für den Caravansalon. Wenn ihr Lust habt, freuen wir uns, wenn ihr wieder dabei seid. Und jetzt haben wir noch den nächsten Punkt. Ja, und wie ist jetzt halt so, unser Gustl ist nicht da, alles läuft schief irgendwie. Dieses Jahr ist überhaupt kein gutes Jahr für uns. Alles geht irgendwie nicht so, wie es sein sollte. Es ist einfach, um in die Luft zu gehen. Und das machen wir jetzt auch. Genau. Und schon sind wir in der Luft. Und so schnell geht es. Ruckzuck ging das, ja. Wenn man die ganze Stunde, die dabei zu bewältigen war, nicht berücksichtigt. Aber wir sind noch ein paar Stunden in der Luft. Und der Gustl ist in der Zwischenzeit in der Mache. Der wartet ja bald wieder auf uns, was mit Gustl passiert ist. Da zeigen wir euch ein paar Bilder, die uns der Herr Grimm von der Firma Hümer zur Verfügung gestellt hat. Ja. Und wenn wir gelandet sind, dann zeigen wir euch unser Fortbewegungsmittel, solange der Gustl in der Werkstatt bei Hümer ist. Ja,
Ja, genau. Für uns noch ein paar Stunden. In der Zwischenzeit schaut euch ein paar Bilder an und dann melden wir uns wieder. Ja. If I want to park, so I press this button. Yes. So once you're like done parking, when you're parked in the parking stall, this is basically P. Yeah. Okay. You just press the where I can see P? Right here. Ah. Okay. So so these are just the symbols for. So you have a day right DRL. Yeah. That's running right now. This is to notify if the tire pressure is low, but it's just like when you're on ignition. It shows you certain symbols, so this is why it's showing you all these symbols. Uh-huh. It's always on. For now, once you start moving the car, they will go away. Ah, okay. Mm-hmm. Yes. Also, wir haben den Ersatzverkustel bekommen und mit ihm sind wir jetzt 10 Tage unterwegs und da unterhalten wir euch dann auch ein bisschen mit ein paar Informationen zu der ganzen Umgebung, in der wir sind. Und hier ist der Ersatz vom Gustl. Was fällt dir auf, Ossi? Ist kein Klo drin. Ja, und elektrisch ist er auch noch. Also wir fahren das erste Mal Tesla, haben jetzt eine ausführliche Einweisung gekriegt, haben schon 4 oder 5 Gebrauchsanleitungen gekriegt über das Internet. Und jetzt schauen wir doch mal, wie das funktioniert. Ja, genau. Jetzt sind wir mal gespannt, ob wir hier überhaupt aus der Garage rauskommen. So, und wo wir sind und was wir machen und was wir euch zeigen wollen in den nächsten Tagen, die wir hier verbringen, das bringen wir alles im nächsten Video. Dann erfahrt ihr Ross und Reiter und auch, ob wir aus der Garage rauskommen sind. Ja, genau. Also, insoweit herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid und seid gespannt, was wir euch alles zu zeigen haben aus der Gegend, in der wir uns jetzt befinden. Ja, wir sind nämlich selber gespannt. Ja, ciao.